Moin moin Leute und willkommen zurück hier bei Lehrer Let's Plays und Rayman Legends. So, wir haben Glückslose, die wir jetzt mal aufmachen wollen und dann gucken wir mal. Und ein Tierchen ist bei Robin gekommen. Gut, so, wir haben jetzt langsam das Finale von dem vorletzten Bereich erreicht. Von dem vorletzten Bereich erreicht. Das klingt ja auch gar nicht doof. Und da gehen wir jetzt mal rein und dann... Oh Gott, oh Gott. Also, hier müssen wir mit so einer Attacke darüber gehen. So, und was passiert nun? Ah, super. Das sind meine Lieblingstiere. Geil. So, Rauchmonster. Zu viel Lost geguckt oder was? Ich kann mich nicht bewegen. Leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Falsch. Was? Oh nein. Oh nein, oh nein. Also da müssen wir bei dem einen... Das ist echt gemein hier, dass der wegfliegt. So, komm jetzt aber hier. Das gibt's ja gar nicht. Wieso kommen wir denn da nicht... Wieso kommen wir denn da nicht hin? Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Nee, das ist Blödsinn. Das verstehe ich jetzt hier nicht. Wie müssen wir den denn machen? Also so? Ich schaffe es auch nicht, da eine Stampfattacke noch auf den zu machen. Und dann ist der nämlich schon weg. Na, dann müssen wir es halt so machen. Ach, Mist. Boah, ist das mies. Oh Gott. Ah. Mist. Mist, 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 Mist. Also, das ist gar nicht so einfach hier. Ja gut, das ist immer blöd, dass wir hier schon ein Herz verlieren. Aber ich weiß nicht, wie es sonst gemacht werden soll. Ja, so schon mal nicht. Nee, wir müssen da... Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich weiß es nicht. Also, wir machen es einfach so. Zack. Und dann geht es zumindest bis hierhin. Ah, Mist. Und dann in die Lava rein. Mist. Nee, da müssen wir vorher schon mal hochfliegen, damit wir ein bisschen weiterkommen. So. Ach Mist. Und zu spät. Das kann doch nicht sein. Nicht schon wieder so ein ätzendes Level mit so einer blöden Stelle hier. Oh shit. Aber ich habe die Hoffnung, ja, ich habe die Hoffnung, dass... Was? Zum Henker, das hier. Alter. Oh Gott. Können wir uns da nicht wegducken? Das war ja auch super geschickt. Oh shit. Also, der geht dann darum.
Ah, Mist. Oh Mann, das wird nicht so einfach. Und es wird nicht... Also wir brauchen auf jeden Fall dieses Herzding hier. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Herzding, sonst haben wir da keine Chance. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh shit. Oh shit. Okay. Ach komm, hat er uns zweimal erwischt gleich. Ah, Mist. Also, da müssen wir aufpassen. Jo, haben wir's. Wunderbar, wunderbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 so nicht. Aber immerhin, wir hangeln uns hier irgendwie von Checkpoint zu Checkpoint. Ich wollte doch nur eine Stampfattacke da drauf machen, aber es geht nicht, weil ich immer zu früh bin. Jetzt vielleicht. Oh Gott. Ach komm, wir haben gar kein Herz mehr hier. Oh Mensch. Das kann ja übel werden. Ja, das war nix. Okay, okay, okay. Soweit so gut. Oh Gott. Ach komm, wie soll das denn klappen? So, okay, das haben wir schon mal. Jo, da müssen wir eigentlich gegen das Ding gehen. So, und jetzt wäre irgendwas mit Checkpoint ganz geil, ne? Oh nein. Wo sollen wir hin? Ah, klasse. Klasse, so wollte ich es haben. So wollte ich es haben. Oh Gott. Aber guck mal hier, ein Herz. Wunderbar. Na, lebt er doch noch? So, jetzt kommt Verrecke mal hier. Ah, wenn er jetzt wieder hoch möchte. Ach Mensch. Danke sehr. Danke Schwein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh nein, oh nein. Also so geht's. Und dann einmal abschießen. Oh je. Oh je. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und schon wieder so ein Scheiß hier, oder was? Nur, dass wir diesmal nicht überall hinfliegen können. Mensch, der sieht, die sehen immer freundlicher aus.
So, da haben wir uns so schön den Weg freigeschossen. Boah, und wieder kein Herz, ne? Super. Oh shit. Oh shit. Boah, diese Folge kommt mir so endlos gerade vor. Und ich vergesse immer irgendwie zu landen. Ich will immer schießen, 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 aber ich vergesse dann immer sicher zu landen. Oh, oh. So sieht's schon mal ganz gut aus. Ja, jetzt aufpassen, nicht überheblich werden. Nein, wie hat er uns denn da noch erwischt? Boah, ist das ein Rotz. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Also, da müssen wir erstmal den so ein bisschen freischießen. Das war auch ganz toll. Immer schön sowas. So, komm, jetzt müssen wir hier aber mal zusehen. Der hält uns hier schon wieder richtig auf. So, das wäre fast wieder eine richtig blöde Aktion geworden. Ja, das kann nicht gut gehen. Ich hätte zumindest vorher nochmal das Herz einsammeln sollen. Also das dauert hier, aber wir werden das noch packen. Wir werden das auf jeden Fall noch packen. Ich brauche nur ein bisschen Geduld. Ach komm, und ich denke, ich kann mit dem Ding immer nach unten schießen und liegt dann aber immer so ein bisschen falsch. Nein, und dann nimmt er uns noch mit. Ah, ist das doof. Ja, sobald man unter dem Ding ist, hat man keine guten Karten mehr. Also da müssen wir doch ein bisschen geduldiger sein. Ja, da waren wir ein bisschen spät dran wieder.
shit. Ah, gerade so nicht geschafft, schade. Das sah aber eigentlich schon mal im Ansatz schon mal ganz vernünftig aus. Mist. Ach Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Das hält uns hier schon wieder richtig auf. Das hält uns hier schon wieder richtig, richtig auf. So ein Ärger. So, jetzt schaut's ganz gut aus. So langsam haben wir den fertig gerupft. Jawohl. Noch ein Durchgang? Ist ein Witz, oder? Okay, diesmal machen wir es gleich so wie eben. Oh oh, aufpassen. Bloß nicht übermütig werden. So. Aha, nochmal. Ist ja toll. Mache ich eigentlich irgendwas falsch? Oder werden die... sind doch immer unterschiedliche Raids, oder? Weil dafür, dass man hier wirklich dann nur ein Herz hat, ist das doch schon ein ganz schön langer Kampf. Aber gut, wenn wir uns hier weiter konzentrieren, dann packen wir das schon noch. Das ist ja geil. Hatten wir es gerade gepackt? Oh Gott sei Dank. So, wir sind zwar wieder gestorben, aber der Gegner ist down gewesen. Oh mein Gott, hätte ich das jetzt nochmal machen müssen, dann wüsste ich jetzt nicht, wo der Controller gelandet wäre. Oh. Die Musik, die klingt schon besser. Also, das klingt nach Ziel... Meine Güte nochmal, was ein Schrott. Ach nee, noch nicht ganz. Na gut, also noch eine kleine Verfolgungsjagd. Nee, doch noch nicht. Den schießen wir nochmal auf den Mond. Genau, und dann... So, das letzte Level. Ach, gedrückt halten. Ja, 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 ja. Wir verhauen den erstmal so noch ein bisschen. Und jetzt geht's dann aber los.
So, und ich würde sagen, wir können ja einfach auch nochmal das letzte Level machen. Das geht ja meistens relativ schnell, weil das so ein Speed-Level ist. Ich will nämlich noch einmal in den letzten Bereich reinschauen. Einfach um zu sehen, was für Level wir da noch haben. Damit ich auch weiß, wie lang denn die nächste Aufnahme ist. Dann würde ich nämlich dann den Rest da mit reinnehmen. Und deswegen schauen wir uns das gleich nochmal an. So, ist ja schön. Abspann. Ach, guck mal. Gibt's hier tatsächlich schon den Abspann? Können wir hier schön erstmal kaputt machen? Ist ja schon nett gemacht, ne? Dann haben wir erstmal den Abstand hier ordentlich kaputt. So, komm. Die Looms nehmen wir mit. Die Frage ist nur, was ist denn mit dem letzten Bereich, wenn hier jetzt tatsächlich schon der Abspann ist? So, immer schön alles abräumen. Ich wollte gerade sagen, war es das schon? Nee, war es noch nicht. So, und ich fände es toll, wenn wir die nicht nur die Looms bekommen, weil das sind ja wirklich noch nicht so viele, sondern ich fände es vor allem toll, wenn wir hier auch diese Kleinlinge bekommen. Aber das bezweifle ich doch mal stark. So, ich frag mich nur, wie weit das noch geht und wie lange das noch geht. Ich meine, ist ja schön, hier so ein Abspann, dass man ihn noch kaputt hauen kann, aber man bekommt natürlich überhaupt nichts von den Namen mit, ne, die hier beteiligt waren. Nicht, dass das jetzt großartig von Interesse ist, aber es ist schon irgendwie schade für die Entwickler, wenn das hier lieber kaputt gemacht wird, als gelesen wird. So, und ich kann gleich auch nicht mehr. Also wird Zeit, dass hier mal der Abspann ein Ende findet. So. 600 haben wir schon, 700 gleich. So, wir sind aber schon bei den Dev-Tests, also Developer-Tests. Das heißt, es kann nicht mehr so viel kommen. So, Production Marketing. Und das sind ziemlich viele französische Namen, ist mir so aufgefallen, ne? So, also jetzt sind wir gleich bei 1000 angekommen. Ich finde, dann reicht es auch langsam.
Ich finde, dann reicht es auch mal langsam. Level Artist. Überspringen, das dauert mir jetzt einfach zu lang. So, und dann gucken wir mal. Ach, guck mal, das wird sogar als Level gewertet. Ich würde sagen, das haben wir bravourös abgeschlossen mit 943 Looms. Reise zum Mond, Olympus Maximus. Ja, und dann, das nächste Level ist Dragon Slayer. Ach, guck mal, da ist noch ein Zeitlevel und noch ein Zeitlevel dazwischen gekommen. Du hast es geschafft, du hast die fünf finsteren Kleinlinge besiegt. Die werden sich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Hier sind die 10.000 Lumps, um den Sieg zu feiern. Ja. Yeah. So, der teuflische finstere Rayman ist plötzlich aufgetaucht und hat 6 Gemälde heimgesucht. Begib dich zurück in die bereits geretteten Welten, bekämpfe ihn im neuen gesuchten Gemälde und rette neue Kleinlinge. Also, da wurde was freigeschalten. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal nochmal ein Päuschen. Nächste Folge gucken wir uns diese Speed-Level an, die hier noch neu aufgetaucht sind. Und Dragon Slayer natürlich, also Drachentöter. Und ich gucke gerade nochmal zurück. Denn es sind... Oh ne, hier nicht. Es sind ein paar neue Gemälde. Die werden wir uns dann auch angucken. Und ich würde auch ganz gerne schon mal hier einen Blick in das neue Gebiet reingucken. Reinwerfen. Wie die Level aufgebaut sind. Ob das jetzt... Die 3, 3, 3. Ja, das werden noch Level sein. Mit insgesamt. Also, es sind so Bonus-Level hier. 7 Level mit jeweils 3 Kleinlingen, die man da holen kann. Und ja, gut, dann gibt es am Ende dann noch etwas geschenkt, wenn man dann 700 Kleinlinge freigeschaltet hat. Aber ganz im Ernst, Leute, das sprengt den Rahmen. Das werde ich dann nicht mehr machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, fangen wir bei den Gemälden an. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid hier bei Rayman Legends. Bis dann!